Kapitel 28, Abschnitt 4, die Übereinkunft, sich zu vereinigen. Was in vollkommener Gewissheit jenseits der Erlösung wartet, soll nicht unsere Sorge sein. Denn du hast kaum begonnen zu erlauben, dass deine ersten ungewissen Schritte auf der Leiter aufwärts gelenkt werden, auf der die Trennung dich hinabgeführt hat. Jetzt soll dich nur das Wunder kümmern. Hier ist es, wo wir beginnen müssen. Und da wir begonnen haben, wird der Weg des Aufstiegs zum Erwachen und zur Beendigung des Traumes heiter dir und leicht gemacht. Wenn du ein Wunder annimmst, dann fügst du deinen Angsttraum nicht einem anderen zu, der schon geträumt wird. Und ohne Unterstützung wird der Traum ohne Wirkungen verblassen. Denn deine Unterstützung ist es, die ihn stärkt. Kein Geist ist krank, solange nicht ein anderer Geist ihm zustimmt, dass sie getrennt sind. Und daher ist es ihre gemeinsame Entscheidung, krank zu sein. Wenn du dein Einverständnis vorenthältst und die Rolle akzeptierst, die du dabei spielst, Krankheit wirklich zu machen, dann kann der andere Geist, ohne dass du ihm dabei hilfst, sich selber als getrennt und von dir unabhängig wahrzunehmen, seine Schuld nicht projizieren. So wird der Körper von euer beider Geist von verschiedenen Standpunkten aus nicht als krank wahrgenommen. Sich mit dem Geiste eines Bruders zu vereinen, verhindert die Ursache der Krankheit und wahrgenommener Wirkungen. Heilung ist die Wirkung von Geistern, die sich verbinden, wie Krankheit von Geistern, die sich trennen, kommt. Das Wunder tut nichts, gerade weil Geister verbunden sind und sich nicht trennen können. Beim Träumen aber ist dies umgekehrt worden und separate Geister werden als Körper gesehen, die getrennt sind und sich nicht verbinden können. Lass nicht zu, dass dein Bruder krank ist, denn ist er es, dann hast du ihn seinem eigenen Traum überlassen, indem du ihn mit ihm geteilt hast. Er hat die Ursache der Krankheit nicht dort gesehen, wo sie ist, und du hast den Graben übersehen zwischen euch, in dem die Krankheit ausgebrütet wurde. So habt ihr euch in der Krankheit verbunden, um den kleinen Graben ungeheilt zu erhalten, in dem die Krankheit sorgfältig geschützt, gehegt und durch festen Glauben aufrechterhalten wird, damit ja Gott nicht komme, um diesen kleinen Graben zu überbrücken, der zu ihm führt. Bekämpft sein Kommen nicht mit Illusionen, denn sein Kommen ist es, was ihr mehr als alle Dinge wollt, die im Traum zu glitzern scheinen. Das Ende des Träumens ist das Ende der Angst, und Liebe war nie in der Welt der Träume. Der Graben ist klein, und doch birgt er den Keim der Pest und jeder Form des Übels, weil er ein Wunsch, getrennt zu halten und sich nicht zu verbinden ist. Und somit scheint er der Krankheit eine Ursache zu geben, die nicht ihre Ursache ist. Der Zweck des Grabens ist die ganze Ursache, die die Krankheit hat. Denn er wurde gemacht, um dich getrennt zu halten. In einem Körper, den du siehst, als wäre er die Ursache von Schmerz. Die Ursache des Schmerzes ist die Trennung, nicht der Körper, der bloß ihre Wirkung ist. Trennung jedoch ist nur ein leerer Raum, der nichts einschließt, nichts tut und so substanzlos ist wie der leere Raum zwischen den Wellen, die ein Schiff im Vorüberfahren schlug. Und der so schnell geschlossen ist, wenn Wasser sich hinein ergießt, um den Graben auszufüllen, und Wellen sich verbindend ihn bedecken. Wo ist der Graben zwischen den Wellen, wenn sie sich verbunden haben, um den Raum zu überdecken, der sie für eine kleine Weile getrennt zu halten schien?
Wo sind die Gründe für die Krankheit, wenn Geister sich verbunden haben, um den kleinen Graben zwischen sich zu schließen, in dem der Keim der Krankheit zu gedeihen schien? Gott baut die Brücke, aber nur in dem Raum, der durch das Wunder rein und leer gelassen wird. Der Keim der Krankheit und die Scham der Schuld kann er nicht überbrücken, weil er den fremden Willen, den er nicht erschaffen hat, nicht zerstören kann. Lass dessen Wirkungen vergangen sein und halte sie mit Händen nicht umklammert, die nur erpicht sind, sie für dich zu behalten. Das Wunder wird sie allesamt beiseite schieben und ihm auf diese Weise Raum verschaffen, der kommen und eine Brücke für die Rückkehr seines Sohnes zu ihm selber schlagen will. So zählt denn die silbernen Wunder und die goldenen Träume des Glücks zu den einzigen Schätzen, die ihr im Schatzhaus der Welt behalten möchtet. Die Tür steht offen, nicht den Dieben, sondern euren hungernden Brüdern, die eines Kieselsteins Glanz für Gold gehalten haben und einen Haufen Schnee, der leuchtete wie Silber, aufbewahrten. Hinter der offenen Tür ist ihnen nichts geblieben. Was ist die Welt denn als ein kleiner Graben, der wahrgenommen wird, als reiße er die Ewigkeit entzwei und teile sie in Tage, Monate und Jahre? Und was seid ihr, der ihr in der Welt lebt, denn anderes als ein Bild des Gottessohnes in zerbrochenen Stücken, von dem ein jedes in einem abgetrennten und ungewissen Stückchen Lehm verborgen ist? Fürchte dich nicht. Lass vielmehr deine Welt sanft von Wundern erleuchtet werden. Und wo der kleine Graben gesehen wurde, als zwischen dir und deinem Bruder stehend, dort verbinde dich mit ihm. So wird die Krankheit nun ohne eine Ursache gesehen werden. Der Traum der Heilung liegt in der Vergebung, und sanft zeigt er euch, dass ihr nie gesündigt habt. Das Wunder möchte keinen Schuldbeweis mehr übrig lassen, der euch das bezeugt, was niemals war. Und in eurem Schatzhaus wird es einen Ort des Willkommens für euren Vater und für euer Selbst bereiten. Die Tür steht offen, damit all jene kommen mögen, die nicht länger hungern wollen und sich am Festmahl des Überflusses freuen möchten, das dort für sie gerichtet ist. Sie werden sich mit euren eingeladenen Gästen treffen, die das Wunder bat, zu euch zu kommen. Das ist ein Festmahl, das in der Tat denen nicht gleicht, die das Träumen der Welt gezeigt hat. Denn hier gilt, dass je mehr jemand empfängt, desto mehr für alle anderen übrig bleibt, es zu teilen. Die Gäste haben einen unbegrenzten Vorrat mitgebracht. Niemand erleidet Entzug oder kann anderen etwas entziehen. Hier ist ein Festmahl, das der Vater seinem Sohn bereitet und das er gleichermaßen mit ihm teilt. Und in ihrem Teilen kann es keinen Graben geben, in dem der Überfluss stockt und versiegt. Die mageren Jahre finden keinen Einlass hier, denn die Zeit wartet nicht auf bei diesem Festmahl, das kein Ende hat. Denn die Liebe hat ihren Tisch in jenem Raum gedeckt, der eure Gäste von euch getrennt zu halten schien.